Willkommen zurück zu Super Mario 64 und heute wollen wir den grünen Schalter betätigen. Der befindet sich in einem geheimen Raum in diesem Ölbad hier, keine Ahnung, in der grünen Giftgrotte. Außerdem wollen wir heute die grüne Giftgrotte abschließen, so ich glaube, es ist ziemlich egal, was für einen Stern wir benutzen. Hauptsache wir kommen an unser Ziel. Und das ist wieder unten bei unserem Dino-Kollege Nessie. Ja, Freunde. Der grüne Schalterpalast, was macht der? Ja, der lässt Mario zu Metall werden und damit kommen wir dann auch in der Wasserwelt weiter, weil dort fehlt uns ja noch ein Stein. Ja, natürlich Stein. Stern. Und den können wir dann endlich kriegen. Und ich glaube, um den kümmern wir uns heute auch. Weil, ja, sonst kommen wir halt nicht weiter. Wir wollen ja alles freischalten. Auch hier brauchen wir diese grüne Kappe. Und ich glaube, dort oben ist der Weg dazu. Kann sein, dass ich mich irre. Aber eigentlich müsste das der Weg sein. Es gibt nämlich auch so eine Sprungpassage. Ich glaube, die ist aber... Ach Gott. Steig doch auf Nessie drauf. Ich glaube, die ist aber in dieser Tür, wo man den Schalter betätigen muss. Bin ich mir aber gerade gar nicht sicher, ne? So. Und... ja, jetzt geht's los. Dort hinten wollen wir hin. Und das geht ganz locker und flottig. In diesem geheimen Schalterlevel, glaube ich, gibt es auch immer Münzen zu sammeln. So auch hier wieder. Ja, rote Münzen. Und ja, da ist er. Oh. Warte mal, ist das ein Grafikbug? Ja, scheint so. Oder ist da oben das Level? Lol. Also das habe ich noch nie bemerkt, aber das scheinen wirklich Texturen von einem anderen Raum zu sein. Warte mal, spring mal da hoch. Ah doch, das sieht danach aus, okay. Lol. Schlecht gearbeitet, Nintendo. Okay, ihr seht, hier gibt es schon wieder diese grüne Grütze, diese Ölgrütze und da ist das geheime Level. Ja, das Metallcap, yay. Damit sind wir zwar langsamer unter Wasser, ja, sind aber resistent, wir verlieren auch keinen Schaden, wenn wir getroffen werden und die Gegner sind auch direkt down. So, wenn man hier rausfliegt, ist das nicht so cool. Oh Gott, mach schnell, weil dann fliegen wir, nein, jetzt sind wir down. Also nicht down, aber wir fliegen aus dem Schloss in den Wasserfall. Oh yeah. Ja, das ist das Problem. Wenn man so trottelig wie ich ist. Ich wollte euch das jetzt mal zeigen. Das passiert dann. Also man fliegt aus dem Schloss. Und da seht ihr, wie verbunden diese Welten eigentlich sind, ne? Und das finde ich auch super, super toll in Super Mario 64. Dass die einzelnen Welten auch schon irgendwie so verbunden sind miteinander. Und ja, das wurde ja später im Nachfolger Super Mario Sunshine, sowie auf der gesamten GameCube eigentlich, richtig ausgenutzt. Also die Leistung, die diese GameCube halt aufweisen konnte, dass man halt diese gesamte Welt immer im Blick hat. Das finde ich so genial. Also dass man so wirklich geografisch nachvollziehen kann, wo was steht. Und ja, schon eine Meisterleistung. Bei Sunshine hast du halt immer die ganze Insel gesehen. Egal wo du warst, konntest halt immer einige andere Level sehen. So, und jetzt gehen wir nochmal dorthin, aber diesmal machen wir das seriös. So, weg mit dir. Laufen wir hier lang, springen. Super.
Ja, der Weg ist mühselig, ne? Autsch. Aber es ist ja nicht so weit. Wenn Nessie jetzt mitspielt, dann ist es nicht so weit. Oh Gott. Junge, sterb mir nicht weg. Bleib jetzt schön auf dem Pfad, bis du das Wasser wieder berührst, weil wenn Mario das Wasser berührt, dann heilt er sich automatisch auch wieder. Klingt komisch, ist aber so, ne? So, wo ist denn die dicke Bessie? Da ist sie. Hallo. Mach Platz und jetzt schwimm in die Richtung. Wir wollen dorthin. Ja, schön umdrehen. Und dahin wollen wir. Zum Geheimkammer der grünen Giftgrotte. Hier gibt's noch einige doofe Sterne, oh mein Gott. Das ist die Welt, also eigentlich mag ich sie, sie ist noch einer der stärksten in Super Mario 64, aber manche Missionen sind so zum Kotzen in dieser Welt. Das ist wirklich nicht normal. So, jetzt wollen wir aber hier das Ganze anpacken, so wie es sich gehört. Erstmal, glaube ich, den Switch aktivieren, das ist das Wichtigste. Da ist er. Und dann kümmern wir uns um die roten Münzen. So. Damit ist er betätigt. Und wir haben gespeichert. Damit sind die grünen Kisten freigeschaltet. Ist das nicht schön? Ja. Das ist schön. Und da ist gleich mal eine, die wir uns zunutze machen. Wunderbar. So, und jetzt ins Wasser. Wenn wir hier rausgeschwenkt werden, ist das noch nicht so tragisch. Weil hier kannst du dich halt immer noch festhalten. Oh, da ist noch eine. Und die beiden anderen, die sind halt hier. So, jetzt nur schnell wieder hier raus. So. Safe hier rüber. Und dann nimm dir das Cappy. Wunderbar. Hier hoch. Ihr seht, heute sind nicht so viele Sterne drin. Also, ich weiß es nicht. Heute ist halt mehr so wieder ein bisschen updaten, bisschen polieren. Und da ist er. Super. Damit haben wir ein weiteres Geheimnis des Schlosses gelöst. One of the castle's secret stars. Ja, Freunde, jetzt würde ich in die Roger Jolly Bay gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, die heißt Atlantikträume. Ah nee, Atlanta ist eine andere Welt. Die kommt noch. Die kommt noch. Ja, ich denke, die meisten wissen, was hier läuft, ne? Ich glaube, Mario 64 ist jetzt nicht der Titel, den niemand kennt. Und ich denke, jeder, so ziemlich jeder, hat ihn schon mal gespielt. Und da war ein Geist. Da gehen wir nicht hin, weil der jagt diesen Schreck ein. Ja, da können wir vielleicht im nächsten Part mal hingehen. Ich glaube, das gehört nämlich immer noch zum ersten Bereich. So, und jetzt in die Jolly Roger Bay. Through the Jetstream. Ja, das ist eine Mission, die kannst du halt nur lösen, wenn du dieses Metallcappy hast. Ja, deshalb gibt's das hier halt auch. Und ich frag mich, ob das so reicht. Ist mir nämlich nicht ganz bekannt. Aber scheint zu gehen. Oder auch nicht. Hä? Warte mal kurz. Gibt's hier noch irgendwo einen grünen Schalter? Wenn, dann oben. Oder kann man den... Nee, den kriegst du... Den kriegst du nicht so. Das kannst du vergessen. Da brauchst du diese Metallkappe. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben. Ja, es ist heute ein bisschen langsamerer Part, aber auch das gibt es in Super Mario 64, je nachdem wie man sich aufteilt, ne? Ich möchte halt jetzt das Hauptaugenmerkmal auf den grünen Schalterpalast setzen. Ja, andere rushen vielleicht Speedrun-mäßig dort durch. So, und warum geht das nicht? Wie kriegen wir das hin? Das muss mir jetzt jemand... Ah, warte, mit der Kanone. Geht das schneller?
Ja, schon. Natürlich geht das schneller. Ich glaube, die Mission ist aber auch möglich, indem man läuft. Oder ist dann ein Cooper drin? Ja, schau jetzt mal. Weil es gibt auch diese Panzer halt. Nee, den gibt es ja nicht. Ja gut, dann komm mal her. Und dann gehen wir in die Kanone. Und lassen uns dorthin schießen zu dem Piratenschiff. Ja, die Fähigkeit dauert halt auch sau kurz an. Oh Gott. Nee? Hä? Okay, jetzt bin ich überfordert, hä? Wie soll das denn gehen? Ist der Weg hier kürzer? Also wenn man von dort kommt? Aber da gibt es auch einen Block. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Oh ja, der Weg scheint tatsächlich kürzer zu sein. Dann zeig mal. Wo ist denn hier der grüne Block? Ah, da hinten. Also, erste bisschen kniffligere Mission. So, jetzt können wir auch ein paar Speedrun-Tricks hier anwenden. Und ja, das ist das Rätsels Lösung. So kommt man an diesen Stern, glaube ich. Ja, doch, doch. Ah, okay. Und es ist dennoch ziemlich knapp. Also, das ist einer der schweren Missionen. Ja, tatsächlich gibt's die. Und damit haben wir auch Jolly Roger Bay abgeschlossen. Ich glaube, hier oben ist damit alles fertig. Da gibt's nichts mehr. Und dann können wir uns auf neue Level konzentrieren. Auf in die grüne Giftgrotte, meine Freunde. Die grüne Giftgrotte. Da kamen jetzt die 8 roten Münzen, ne? Die werden wir aber überspringen. Da werden wir nämlich in einem anderen Part über ein neues Thema sprechen. Ich schaue jetzt kurz auf meine Liste, wo ich meine Themen aufgeschrieben habe. Und ja, doch, da haben wir noch einiges. Es gibt halt auch Gesprächsthemen, die möchte ich halt erst später ansprechen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wie gesagt, weiterhin frage ich euch nach Themen. Hat ja super geklappt bisher. So, da sind schon einige super Themen rausgekommen. So. Was machen wir denn jetzt aus Stern? Ich überlege. Ich glaube, wir machen den Nessie-Stern. Hier ist das Giftlabyrinth, ne? Ja, hier ist es. Ach Gott. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht mehr genau, was da drin ist. Also, wozu man eigentlich dorthin muss. Ich glaube, es geht nur darum, da reinzugehen, um... Ich glaube, da kommst du halt nur als, wenn du eine Falle tappst, rein. Ich glaube, da gibt es keinen Stern. Der hier ist auch saugefährlich. Autsch. Okay, sind die zielsuchend? What the fuck? Ist mir neu. Autsch. Ah, hier gibt es auch einen Stern. Geheimnis. Dann nehmen wir uns den. Komm. Muss ja nicht der längste Weg sein. Und damit haben wir 40 Sterne. Noch 30 und wir hätten die Möglichkeit, zum Final Boss zu gehen. Aber wir gehen zum Final Boss, wenn wir alles haben. So, ich denke, ihr kennt auch die einzelnen Tricks, ne? Die man anwenden kann, um den Final Boss zu hinterlisten und früher dorthin zu kommen. Dieser Treppenglitch. Ich werde den versuchen. Aber ich kann nicht versprechen, dass es klappt. Bevor wir den letzten Bowser, denke ich, bevor wir den Bowser besiegen, den zweiten, werde ich das mal versuchen an einer Tür. Weil es geht eigentlich, glaube ich, in jeder Tür, bei jeder Tür, wo halt eine Treppe davor ist.
Aber ich habe den Trick noch nie geschafft, ne? Deshalb, ja, verlasst euch nicht auf mich. Und dann vergesse ich auch noch die Metallkappe. Und die ist wichtig, die brauchen wir. Ohne die kommen wir hier nämlich nicht weit. So, und wieder rennen, rennen, rennen. Schön auf dem Pfad bleiben. Denn wir müssen hier den Schalter aktivieren. Und ohne Metallkappe geht das nicht. So, hier gibt es eine richtig krasse Jump'n'Run-Passage, glaube ich. Die ist richtig übel, ja. Und das besonders Böse ist, sind diese Spinnen, die halt dort rauskommen. Hier braucht man halt einen Long Jump. Ach, Mario. Ich glaube, die Mission heißt doch irgendwie so Long Jump. The Long Jump Room oder irgendwie so. Zack, tot. Timed getötet. So, und jetzt nochmal. Ach, Mario. Du Depp. Gibt's doch nicht. Dieser Honk. So. Geht's denn jetzt? Ach. Hurensohn. So, Freunde, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt springen wir dort rüber, locker flottisch. Und dann ist das Geschichte mit diesem scheiß Longjump-Stern. Ach, Mensch. Du musst wirklich zuerst ZL drücken und dann... Ach, zum Kotzen. Gut, dann versuchen wir es jetzt nochmal. So, die Spengler auslöschen. So, dann müssen wir es halt auf die Noob-Art und Weise machen. Und dann haben wir den Stern. Ja, war nicht so schwer, keine Ahnung. Ist mal wieder, weil die Aufnahme läuft. Und bis zum nächsten Mal bei Super Mario 64. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und einen Daumen hoch wäre nett.